zwei, eins. Hat ja gut funktioniert. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Quarantäne-Vlog von mir. Eigentlich wollte ich gar kein Video mehr von hier hochladen, weil ich dachte, ey, ich kann hier sowieso nichts machen, es ist scheiße langweilig hier. Aber ich dachte mir dann doch, ich mache einen Quarantäne-Vlog für euch, damit ihr mal sehen könnt, was ich hier eigentlich den ganzen Tag mache. Es ist mittlerweile schon der 10. Tag oder der 9., ich weiß es gerade nicht so genau, dass ich hier in diesem Zimmer hier sitze. Diese Tage habe ich schon überlegt und ich glaube, ich werde so langsam verrückt. Denn wir haben gerade eben die Info bekommen, dass Sima, weil er einen Tag später in Quarantäne gegangen ist, erst am Montag nach Hause fliegen darf. Und ich darf schon am Sonntag nach Hause fliegen. Aber das mache ich nicht, weil ich habe keinen Bock, alleine nach Hause zu fliegen. Aber Leute, egal. Ich zeige euch jetzt mal, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Also, als allererstes stehe ich auf. Da hinten liegt ganz viel Schrott. So Taschentücher, Nasenspray und Ladekabel, was weiß ich. Dann habe ich hier noch eine Klimaanlage, die ich eigentlich nicht benutzen sollte, weil ich dann nur noch mehr davon krank werde. Aber es ist voll warm hier, deswegen benutze ich sie jeden Tag. Dann seht ihr hier meinen Nachttisch mit zwei Gläsern und Tabletten und einer Wasserflasche. Dann habe ich hier diese Theke. Ganz viele Wasserflaschen, Kaffeemaschine, Müsli, was ich nicht so gerne mag. Hier habe ich noch so einen kleinen Kühlschrank. Da sind aber nur Getränke und ganz viel Butter drin. Und eine Schokolade, die ich aber niemals essen werde, weil das dunkle Schokolade ist. Jedes Mal, wenn ich Essen bekomme, setze ich mich hier hin und esse. Und das sieht gerade richtig eklig aus. Und ich esse gefühlt jeden Tag diese Drachenfrüchte, weil die unfassbar geil sind. Ich vertreibe meine Zeit eigentlich die ganze Zeit mit Netflix. Ja, ich gucke halt nur Serien. Was mache ich noch den ganzen Tag? Ich weiß es nicht. Boah, ich sollte echt mal duschen gehen. Meine Haare sind echt fertig. Ja, ich war vor circa 2 Tagen duschen. Mich sieht ja sowieso hier keiner, deswegen wofür soll ich jeden Tag duschen gehen? Aber wenigstens dürfen wir auf die Terrasse gehen. Ihr hattet ja mal in einem Video gesehen, dass wir in so einem Wasserbungalow waren. Also da haben wir Zugang zum Meer. Boah, das haben sie so krass angehört. Ja, haben wir mittlerweile nicht mehr, weil, ja, die einfach teuer sind. Deswegen wurden wir jetzt hier hingebracht. Ich zeige euch jetzt was, was in diesem Block wenigstens so ein bisschen spannend ist. Hier laufen überall, oh nein, der hat weg. Hier laufen überall diese Krabben rum. Und die sind unfassbar süß. Ha, ich hab einen. Oh mein Gott, der kommt raus. Die sind wirklich unfassbar süß. Hallo. Ja, ich lasse dich mal frei. Ja. Okay, tschüss. Und ja, das ist wirklich das einzige Spannende, was ich jeden Tag sehe. Alter, wie gerne ich hier jetzt reingehen würde, ey. Es sieht einfach so schön aus. Oh Mann. Ja, okay, aber ich glaube, das werde ich auch schon ein wenig vermissen, wenn ich in Deutschland bin. So, weil ich höre von den anderen, dass es nur am Regnen ist und dass es arschkalt ist in Deutschland. So, das war's dann auch schon wieder mit rausgehen für heute. Ja, wirklich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Quarantäne wart, ja? Aber ich wäre viel lieber zu Hause in Quarantäne, als hier auf dem fucking Malediven, was 9000 Kilometer von meinem Zuhause weg ist. Also, nee. Kennt ihr dieses Video? Die machen so ein Salto und gehen dann schlafen. Ich mach das jetzt mal. Okay, 3, 2, 1. Hat ja gut funktioniert. Was war das denn gerade? War schon besser. Okay, jetzt aber. Ey, ich kann das nicht. Also das war gerade echt anstrengend. Habe ich euch eigentlich schon das Bad gezeigt? Unfassbar toll hier, aber ich hasse dieses Bad. Es hat einmal ganz stark geregnet und dann ist der ganze Boden hier nass geworden. Und das Wasser ist dann durch diese Tür gelaufen und dann wurde mein ganzes Zimmer nass. Deswegen liegen hier auch noch nasse Handtücher drin, weil ich meinen Boden damit sauber gemacht habe. Okay, aber ich muss sagen, das einzige Coole in diesem Zimmer ist wirklich diese Dusche hier. Also das ist echt unfassbar nice. Das ist auch wirklich das Einzige, was ich vermissen werde. Hi. Thank you so much. Good night. Essen ist da. Lecker, lecker, lecker. Ich habe mir Tomaten und Gurken bestellt. Ein Teller Mango, Cornflakes und ja, ganz viel Brot mit Butter. Genau, das esse ich dann immer abends und gucke dabei meine Serie. Nein, eigentlich dachte ich, ich bin schon fertig mit dem Tag. Scheiße, echt. Bei mir stand sehr lange ein Orangensaft in so einer Flasche. Da war ein bisschen zu viel Druck drauf. Oh, scheiße, ey. Zum Glück habe ich das ins Waschbecken gehalten. Erst war das in meine Richtung gedreht. Ey, das sieht voll eklig aus. Sieht aus wie Kotze. Ich habe ja eh nichts anderes zu tun, deswegen kann ich das hier jetzt sauber machen. Eigentlich wollte ich doch gestern Abend filmen, wie ich ins Bett gehe. Habe ich aber irgendwie nicht mehr gemacht und ich bin jetzt gerade eben aufgewacht. Freunde, das war so ein Quarantänetag von
von mir. Ich habe euch mal eben so gezeigt, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Es kommt auf jeden Fall in ein paar Tagen wieder ein Video online, wie ich nach Hause fliege und nach Hause komme und sowas. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Ich will nach Hause.